Ja, und wir blicken in ein Kinderzimmer. Und dieses Kinderzimmer, das gehörte Leni. Leni, 10 Jahre alt. Eine Puppe sitzt dort auf dem Schrank. Der Weihnachtsstern hängt im Fenster. Doch Leni lebt nicht mehr. Getötet, wie ihre beiden Schwestern. Offenbar von den Eltern. 5 Tote in diesem Häuschen in Senzig in Brandenburg. Eine ganze Familie ausgelöscht. Ja, nur noch hier die Chinchillas der Familie, die leben. Was passierte hinter den Fenstern dieses Hauses? Die hübschen Häuser an der Birkenallee sind festlich beleuchtet. Auf einem Grundstück dazwischen steht ein Neubau mit Weihnachtssternen in den oberen Fenstern. 3 Kinder lebten in diesem Haus: Leni, Janni und Rubi. Die Mädchen waren 4, 8 und 10 Jahre alt. Weihnachten werden sie nicht mehr erleben. Trauer in Senzig. Nachdem im Haus in der Birkenallee die 3 Mädchen und ihre Eltern starben, steht der Ort unter Schock. Schon krass, unvorstellbar. Berlin kennt man das ja schon, aber hier ist unvorstellbar. Unfassbar, finde ich. Das ist nicht zu begreifen. Am Zaun vor dem Grundstück sind rote und weiße Rosen abgelegt. Ein großer Teddy und viele andere Plüschtiere erinnern daran, dass hier eine ganze Familie gestorben ist. Nur der kleine Hund hat die Tragödie überlebt. Kerzen brennen neben selbstgemalten Bildern. Jemand hat als letzten Gruß geschrieben: Du tanzt nun im Himmel auf dem Regenbogen. Im Ort herrscht große Betroffenheit. Niemand kann sich das Vorgefallene erklären. Die Familie war im Ort bekannt. Nach derzeitigem Bekanntheitsgrad ist davon auszugehen, dass es ein Tötungsdelikt ist, weil die Verstorbenen Schuss- und Stichwunden aufwiesen. Polizisten, Spurensicherung und Kriminaltechniker versuchen immer noch herauszufinden, was hier geschah. Laut Staatsanwalt gab es einen Abschiedsbrief. Ein Nachbar hatte von der Terrasse durchs Fenster ins Hausinnere geblickt, weil Eltern und Kinder am Vormittag nicht zu sehen gewesen waren. Dabei erblickte der Mann leblose Körper im Wohnzimmer. Offenbar wurde der Vater zuletzt am Freitag von einem Nachbarn gesehen, als er seinen Wagen belud. Ja, und genau am Tatort, vor diesem Haus, in dem sich das Familiendrama abgespielt hat, steht jetzt unser Kollege Bildreporter Matthias Lukaschewitsch. Matthias, ich grüße dich. Es gibt mittlerweile einen Abschiedsbrief. Hallo. Was weißt du über diesen Brief? Was steht da drin? Über den Brief, wir wissen positiv, dass es diesen Brief gibt. Das hat mir der Staatsanwalt gestern auch bestätigt. Das Problem ist allerdings, in dem Brief ist Täterwissen und zu dem Täterwissen wollte der Staatsanwalt naturgemäß nichts sagen. Was ich heute positiv erfahren habe aus Ermittlerkreisen ist aber, dass es in der Familie eine bestätigte Covid-Infektion gegeben hat und diese Familie deshalb unter Quarantäne stand. Das ist also die neuen Informationen. Dieser Ort ist klein, 3000 Einwohner nur. Was erzählt man sich über die Familie? Die Familie ist gut vernetzt. Der Vater war Lehrer, die Mutter ist Betriebswirtin, ausgebildete Betriebswirtin und ist an der Technischen Hochschule in Wildau. Offenbar im Marketing angestellt. Das Haus sieht ein wenig baufällig, nicht baufällig, es ist ein Neubau, aber es wird wohl noch gebaut an dem Haus. Also offenbar sind die erst vor 2 oder 3 Jahren hierher gezogen, die Familie. Möglicherweise drückten die Familie auch Schulden, man weiß es nicht. Man kann im Moment wirklich nur spekulieren über alles. Und was in dem Abschiedsbrief drin stand, ob es einen Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung gab, das ist völlig hypothetisch im Moment. Und wir können da leider nicht viel mehr zu sagen im Moment und müssen abwarten. Was ich aber noch sagen kann, ist, dass heute alle 5 Leichen im Gerichtsmedizinischen Institut in Potsdam obduziert werden. Und danach weiß man mehr. Was wir aber schon wissen, ist, dass 4 Personen, Vater, Mutter, 2 Kinder erschossen worden sind, durch Kugeln gestorben sind. 1 Kind ist erstochen worden. Nach diesem Wochenende, nachdem diese Familie also in die Weihnachtszeit, in die Adventszeit gegangen ist, gibt es 5 Tote in diesem Haus hinter dir. Matthias, letzte Frage noch. Derzeit ist noch nicht klar, wer gemordet hat. Ja, du hast recht, das ist noch unklar, wer die Pistole oder wer die Schusswaffe, muss man sagen, ob es eine Pistole, eine Langwaffe, ein Gewehr war, weiß man nicht, in die Hand genommen hat und auf die Kinder angelegt hat, wer das Kind erstochen hat, wer dann auch die Frau umgebracht hat oder Spekulationen. Natürlich könnte man spekulieren, dass es der Mann war, aber es gibt dafür überhaupt noch keinen hinreichenden Beleg im Moment.
Vielen herzlichen Dank für deine Informationen zu diesem so tragischen Familiendrama, das sich dort in Brandenburg abgespielt hat. Danke dir.